Guten Tag, heute möchte ich gerne die Etüde Nummer 24 von Rosenthal vorstellen. Diese Etüde gibt uns viele Möglichkeiten, die Artikulation und den Klang der Oboe weiterzuentwickeln. Zunächst einmal haben wir etwa 5, 6, 7 Übungen, die ich jetzt mit Wort erkläre. Erst einmal kurze, schnelle Töne. Mezzo forte bis forte. Zweite Übung, ganz leise Töne, langsam und leise. Die dritte Übung wäre, jeden Ton zweimal anzublasen. Die vierte Übung, die ganze Etüde in einem punktierten Rhythmus und anschließend verschiedene Staccato-Übungen. Soweit im Wort vorgestellt zunächst, was ich jetzt gerne vorstellen möchte. Erste Übung. Kurze, schnelle Töne. Also schnelle Töne, also mit schneller Luft. Eine Kombination von sehr starken Pusten, wie die Kerze auszupusten, dann die Zunge hinzunehmen mit Sprache und dann müssen wir schauen, wie viel Flexibilität braucht der Kiefer, um den Ton möglichst gleichmäßig im Klang zu entwickeln, dass also keine Registerunterschiede auftreten. Ich gehe mal etwas voran in der Etüde. Immer wenn der Wechsel kommt von oben nach unten, dann wird das interessant. Also zum Beispiel weiter noch. Die letzte Zeile zum Beispiel. Wir können auch dann jeden Ton zweimal machen auch. Wichtig dabei ist einfach, dass das Tonvolumen und der Klang erst einmal mehr oder weniger sehr, sehr gleichmäßig ist. Das könnte eine kleine Vorbereitung sein, zum Beispiel für schottische Symphonie. Wenn wir jetzt also nicht, da haben wir also diese deutliche Anforderung, dass der Ton und der Klang weich und groß und gleichmäßig gespielt werden kann. Kommen wir jetzt zu ganz leise und schnell die Luft in das Ohr. Natürlich sehr langsam gespielt. Das könnten wir auch zweimal natürlich machen. Wir fühlen da, wann kann der Ton beginnen. Ja, das könnte vielleicht eine Vorbereitung sein. Die erste Schumann-Romanze. Wie beginnt die erste Romanze? Das hängt natürlich davon ab, was spielt das Klavier in den ersten Takten und natürlich in welchem Raum befinden wir uns, wie groß, wie klein. Aber wir haben auf diese Art und Weise, je nachdem wie laut wir hineingehen, alle Flexibilität. Ja, man kann jetzt diese Übung in der ganzen Etüde durchführen, aber natürlich nur in Abschnitten. Also jeden Tag eine Zeile, das würde vielleicht reichen. Kommen wir jetzt zu einer sehr, sehr schönen Übung,
Da muss ich mal schauen mit dem Metronom. Ich denke mal auf 92. 92 und jetzt jeden Ton zweimal anstoßen. Das sind jetzt die Achte. Ja, also das würde jetzt so gehen. Ja, wenn man damit beginnt mit dieser Übung, am Anfang kann man vielleicht ein, zwei Zeilen spielen, weil die Zunge und auch der Kiefer mit der Zeit noch ein bisschen müde wird. Das sollte man nicht übertreiben und nur so lange spielen, wie es einem einigermaßen angenehm ist. Und nach und nach, nach einiger Zeit, wird man dann auch die ganze Übung Kreuzer Nummer 24 auf diese Weise dann durchspielen können. Das hilft ungemein, auch die tonliche Qualität der Artikulation zu verbessern. Kommen wir nun zur Übung Punktierung. Ich will gerade mal das Metronom einstellen. Ich glaube, das war 84, was gut war. Nummer 84. So. Das wären jetzt die Viertel. Und jetzt wird diese Etüde im punktierten Rhythmus 16 punktiert gespielt. Thank you.
Ja, diese beiden Übungen, also jeden Ton zweimal und auch diese Punktierung, die sind doch eine gewisse Basis. Anschließend können wir auch zwei gebunden, zwei gestoßen spielen. Das werde ich jetzt auf dem Metronom einstellen, zum Beispiel auf 90. Und dann machen wir vielleicht nur die ersten drei Zeiten, weil es kommt jetzt darauf an, dass die Tonverbindungen möglichst schlicht und einfach erstmal sind. Es kann dann natürlich auch zwei gebunden, zwei gebunden. Ja, dann zwei gebunden, zwei gestoßen oder auch zwei gebunden, zwei gebunden, könnte man dann zum Beispiel auch etwas schneller machen. Das ist jetzt 120, unser klassisches Konzerttempo, jetzt zwei gebunden, zwei gestoßen. Man kann dann die Tempi natürlich weiterentwickeln. Da hat dann jeder sein individuelles Maß, was er erreichen kann. Ich denke so ungefähr bis 132, 34, ich mache mal 134, wird man schaffen können, relativ bequem. Nicht? Ja, dann kann man das auch mit der Doppelzunge ausüben. Da gehen wir mal auf ungefähr 120. Nicht? Und dann können wir das natürlich auch steigern, zum Beispiel auf 130. Oder auch natürlich noch schneller, zum Beispiel 148. Es ist eben, diese Etüde hat nicht solche technischen Schwierigkeiten gerade am Beginn und dafür eignet sie sich dann für diese Übungen. Also entweder habe ich sehr schwere Fingertechnik zu bewältigen, ja, dann ist es sehr schwer mit dem Staccato einüben. Also zunächst einmal würde ich doch eine etwas einfachere Übung, Etüde nehmen. Also die Kreuzer-Etüde würde sich eignen, es gibt bestimmt auch noch andere. Und daran eben diese Dinge üben. Wir waren jetzt bei 148, zwei gebunden, zwei gestoßen. Jetzt kommen wir zu zwei gestoßen, jetzt kommen wir zu zwei gebunden, sechs gestoßen. Also, das ist auch eine beliebte klassische Artikulation. Machen wir das einmal ein bisschen langsamer, also 114. Zwei Takte jetzt erstmal. Jetzt gehen wir einfach mal etwas schneller. Man kann diese Schritte natürlich auch viel, viel langsamer nehmen. Ich bin jetzt bei 138. Jetzt mache ich erstmal Legato. Ein Takt. Und versuche möglichst gut auszuspielen.
Und jetzt versuche ich 2 gewonnen und 6 gestoßen, 2 Figuren. Nochmal Legato. Und gestoßen. Noch einmal Legato. Und gestoßen. Das war jetzt 138. Das kann man natürlich auch in der ganzen Etüde durchführen, aber ich würde sagen, immer zwei taktische Figuren. Ich gehe jetzt mal auf 150. Wollen wir mal versuchen, ob das geht. Also möglichst ausspielen. Erstmal im Legato. Dann geht es sogar, wenn man sehr, sehr ausspielt, geht es sogar bis 150. Wir wollen es nochmal versuchen. Aus meiner Sicht ist da auch wichtig die Position der Oboe im Ansatz und wo auch die Zunge stößt. Also wenn die Zunge oben aufstößt, das Rohr verschließt, kann ich zumindest das in diesem Tempo nicht spielen. Ich muss immer von unten kommen, wie schon einmal früher gesagt. So, jetzt können wir das Ganze auch den Anfang zum Beispiel mit Doppelzunge machen. Also jeden Ton zum Beispiel zweimal. Da gehe ich jetzt mal auf 134. Das sind jetzt in diesem Fall die Achtel. Nicht? Und dann natürlich die ganze Etüde. Auch in der tiefen Lage, schult dann ungemein. Jetzt waren wir bei 134, jetzt können wir das vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Sagen wir 150. Nicht, das war jetzt mal aus der Mitte heraus von der Etüde, oder? Und jetzt können wir natürlich noch etwas schneller, 168. Auch hierbei würde ich vorschlagen, zunächst einmal ein bisschen weicheres Doppelstaccato, also nicht zu hart. Das ist ein bisschen zu hart, finde ich. Am Anfang erstmal lieber ein bisschen weicher, wie schon einmal erklärt. Noch einmal. So, der Prozess der Doppelzunge ist damit also jetzt schon ausprobiert und ganz gut installiert. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir den Anfang mit der langsamen Doppelzunge vielleicht auf 120. Und dann können wir das aber auch natürlich ein bisschen schneller machen, zum Beispiel 150. Oder wir können dann natürlich noch etwas schneller werden, zum Beispiel 170. So, und dann können wir natürlich auch sagen, okay, das, was wir vorhin mit den 6 gestoßen und 2 gebunden oder 2 gebunden und 6 gestoßen, nämlich taktweise, das können wir auch hier mal versuchen, mit 190. Und somit haben wir
doch einige schöne Übungen jetzt mit dieser Kreuzer Nummer 2 oder Rosenthal Nummer 24 für Oboe, Band 3, ausgeführt. Natürlich sind auch hier der Kreativität und der eigenen Erfindungsgabe der Studierenden keine Grenzen gesetzt. Es gibt vielleicht noch viele andere schöne Übungen. Soweit für heute. Auf Wiedersehen.